Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial für den RPG Maker VX Ace. Heute möchte ich etwas auf die Grundlagen des Parallax Mappings eingehen. Das heißt, was es eigentlich ist und was man dazu braucht. Hier habe ich eine Map erstellt, ganz normal im Grafikprogramm. Und ihr seht, wir können auch unter den Wänden durchlaufen, auch hier unter der Tür. Und ihr hört natürlich auch die Schrittgeräusche, die sich ändern, je nachdem, auf was für einem Boden ich bin. Darauf werde ich allerdings ganz zum Schluss eingehen. Das könnt ihr bei einer normalen Map genauso machen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich wollte bloß damit demonstrieren, dass das auch mit Parallax Mapping geht. Okay, gehen wir zurück in den Map Editor. Hier seht ihr schon die Karte angezeigt. Und zwar ist es eine wirklich Parallax Map. Hier seht ihr als Parallax Background ist es eingestellt. Und was ansonsten ein Parallax Background ist, kann ich euch am besten zeigen. Hier ist es aus dem Grafikprogramm. Einfach diese Sachen, diese Himmel oder Berge oder Sonnenuntergang, was auch immer, was eigentlich unter der Map Editor Ebene ist. Das ist das Wichtigste. Das ist der eine Teil, aus dem das Parallax Mapping besteht. Dieses eine unter der Map Editor Ebene. Das heißt, ihr könntet jetzt auch noch da mit dem Map Editor noch Mobiliar reinstellen, wenn ihr wolltet. Müsst ihr natürlich nicht. Ich habe es alles jetzt, das ganze Mobiliar, hier schon auf die Parallax Map gepackt. Und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Ebene, die über dem Spieler liegt. Weil wir wollen ja, dass der Spieler verdeckt wird. Ihr habt auch gesehen, hier, wenn er durchgelaufen ist, ist er verdeckt worden. Ansonsten hier auch von der Tischkante und so weiter. Dazu brauchen wir dann noch eine zweite Ebene. Die erste Ebene ist, wie wir gesagt haben, die Parallax-Ebene, also unter den Tiles. Und die zweite ist die Picture-Ebene, eins drüber. Und das kann man hier einfach einfügen. Und zwar durch ein Bild, ganz normal. Hier könnt ihr das Bild sehen. Da ist alles drauf, was sich oberhalb des Spielers befinden soll, beziehungsweise was ihn verdecken soll. Das kommt alles auf das Picture und das wird dann angezeigt. Leider funktioniert das Ganze nicht ganz ohne Skripts. Deswegen kommen wir jetzt zu den Skripts, die man dazu braucht. Und zwar, das eine ist ein Parallax Lock Skript. Ich habe hier das von Yenfly genommen, wo man einstellen kann, was man haben möchte. Hier zum Beispiel, wir brauchen das hier. Das ist so, die Tiles ja, fest fixiert ist. Der Rest ist für andere Sachen interessant, für uns nicht. Interessiert nur das Tile Lock Parallax. Und das ist auch wichtig, dass wir das in die Notebox der jeweiligen Map packen. Sonst scrollt es, in dem Fall würde es nicht scrollen, weil es wirklich nur die Mindestgröße ist. Aber in die Notebox muss es auf jeden Fall rein, besonders wenn die Maps größer sind. Also das verhindert, dass der Parallax Background sich verändert. Das wisst ihr ja, der verändert, sie ist ja, oder das Gold ja anders wie die Tiles. Es ist ja auch beabsichtigt, wenn ich das als Hintergrund auch benutzen möchte. Hier möchte ich es ja als Karte nehmen, also muss es natürlich auch zu den Tiles des Map Editors fixiert sein. Dass es auch ganz normal sich bewegt, sonst sieht es nämlich etwas komisch aus. Das zweite Skript, was wir brauchen, ist, dass es das Bild fixiert. Weil das Bild, wisst ihr ja, das liegt einfach nur oben drauf. Und die Map bewegt sich unabhängig davon. Aber das soll ja auch zur Map fixiert werden. Deswegen das zweite Skript von Modern Algebra, Fix Picture to Map. Die Links für die Skripts werde ich euch noch in die Beschreibung packen. Da brauchen wir nicht allzu viel machen. Das Einzige, was wir hier machen müssen, ist, wir müssen hier einfach nur diesen Code fixed eingeben, also mit den eckigen Klammern zusammen. Einfach irgendwo im Dateinamen. Und dann funktioniert das Ganze. Man kann hier natürlich auch noch das über Switches oder ja, die Höhe, wo das Picture angezeigt werden soll, regeln. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil das Picture ja einfach oben drüber sein soll. Also lassen wir das Ganze so, wie es schon eingestellt ist. Wie gesagt, wichtig ist nur, dieses Fixed muss im Dateinamen drin sein. Gut, das war es eigentlich auch schon als erstes zu den Skripten und zu den Layern.
Aber nun ist es ja noch wichtig, normalerweise kann ich mich auf einer Map, auf der ich nichts gemappt habe, mich nicht bewegen. Deswegen müssen wir auch noch eine Methode erfinden, oder was heißt, die ist schon erfunden, aber uns eine Methode überlegen, wie wir das machen. Und zwar, ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich gehe mal gerade in die Details jetzt. Und zwar habe ich jetzt hier ein Parallax Mapping Hilfe Teilset. Und zwar, das hier unten könnt ihr mal fürs Erste ignorieren. Das ist nur für die Schrittgeräusche hier wichtig. Wichtig ist hier einmal rot mit einem X und einmal grün mit einem Kreis. Wenn man das natürlich mit Schrittgeräuschen ausschmücken möchte, ist es hier aber dann die Terrain Tags geregelt. Die zwei haben keine Terrain Tags, aber diese hier. Also, wenn ich keine Schrittgeräusche möchte, benutze ich die zwei oben. Wenn ich Schrittgeräusche benutzen möchte, dann nehme ich natürlich statt diesem grünen hier diese 7 Stück. Gut. Man könnte auch noch ein achtes draus machen, wenn man die 0 auch noch von ein anderes Geräusch mitnimmt, aber da ich nur diese Schrittgeräusche hier habe, reicht das völlig. Der Witz an der Sache ist, es gibt noch mal ein zweites Teilset, das exakt gleich ist. Ihr seht auch, die Terrain Tags sind gleich und auch das X und der Kreis sind gleich. Es hat dieselbe Größe, ist bloß nichts drauf. Das heißt, ich kann ganz einfach, wenn ich die Begehbarkeit, ja, mappen möchte sozusagen, einfach auf meine Hilfe gehen. Und dann sehe ich das hier schon wunderbar. Alles, wo er nicht gehen kann, ist rot. Ihr solltet das natürlich etwas, ja, transparent machen, dass man das noch drunter sehen kann. In dem Fall ist hier der Teppich blau und der Holzboden braun. Und so kann der Spieler dann laufen. Wenn ich das jetzt so lassen würde, würde man das natürlich im Spiel sehen. Also, wenn ich das gemappt habe, stelle ich einfach wieder zurück auf Parallax Mapping. Und es sind die gleichen Einstellungen, wie wir sie gerade eben gesehen haben, bloß dass man jetzt nichts mehr sieht. Okay, das war's auch schon im Groben zum Parallax Mapping. Im nächsten Tutorial werde ich noch mit euch zusammen eine Parallax Map erschaffen, die wir dann auch etwas noch, sagen wir mal, kräftiger ausfüllen werden, wie diese hier. Diese ist mit Absicht relativ leer, weil es wirklich eine Hütte eines armen Mannes ist und er hat natürlich nicht so viel Sachen, dass er hier überall rumstellen könnte. Gut, soweit für dieses Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.